So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Provence-Karte. Ich bin wieder fleißig dran mit dem Helfer. Eigentlich wollte ich den jetzt hier rödeln lassen, aber der kriegt hier auf jeden Fall Probleme mit der Feldrandbegrenzung. Von daher mache ich die jetzt mal ganz kurz. Und dann wird gleich der Helfer eingeschaltet und dann geht's an die Kühe. Wir müssen nämlich die Tiere versorgen. Ich weiß auch nicht, was unsere Hühner machen. Das sehen wir jetzt gleich alles. Ist auf jeden Fall heute ein bisschen Tierchen durchbürsten, ne, ein bisschen sauber machen, gucken, was brauchen die irgendwas, Gras machen hoffentlich. Also volles Programm, ne? Hier geht es nicht um wieder Helfer oder so, sondern halt wirklich um die Sache. So, schmeißen wir dich an. Auf geht's. So, der Kollege hier. Tiere. Ja, bei den Kühen muss einmal durchgewicht werden. Die brauchen ein bisschen Stroh. Mischration brauchen sie nicht wirklich, aber könnten wir. Gras brauchen sie auf jeden Fall. Hühner. Sieht sehr, sehr gut aus. Dann würde ich sagen, fahre ich das Zeug auch direkt wieder zurück. Die sind fertig. So, dann müssen wir gleich mal gucken, was mit der Schaufel ist. Weil das war ja das letzte Mal irgendwie echt ein bisschen komisch. Dass ich die so weit ausfahren muss, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, hier vorne. Einmal reinkippen, bitte. Sehr schön. So. So wäre theoretisch richtig. Jetzt, genau. Geht nicht. Ab hier wäre theoretisch, oder? Hier, hier. Also ein bisschen ausfahren. Okay. Ja, muss man halt wissen, ne? Jedes Gerät ist ein bisschen anders immer in der Bedienung und der ist halt so. Aber es macht nichts. So. Einmal sauber machen. Können wir nämlich auch dann direkt eigentlich weiterverarbeiten. Ich hoffe nicht, dass wir es nur runterfahren müssen. Und da müssen wir irgendwie Stroh reinkriegen. Ich habe überlegt, eigentlich einen großen Stroheinstreuer noch zu holen. Das wäre eigentlich schon sinnvoll. Jetzt gucken wir mal gerade. Im Spiegel sieht es gut aus. Wenn ich es hier drehe. Ja, sauber. Sehr schön. Gut, dann fahren wir da schnell rüber. Ich hoffe, der steht auf Laden. Sonst ist das mit der Schaufel jetzt gleich lustig. Kippe ich nämlich ab und passiert nichts. Aber das sieht mir ja ganz gut, ob das Rohr ausgefahren ist oder nicht. Ist eingezogen, heißt, ich könnte es einladen. So. Kommt hier ein Häufchen oder nicht? Nein, sehr schön. Gut, Feld 19 ist auch schon fertig. Haben wir jetzt einmal Durchgewicht. Wie gesagt. Müssen wir es mal gucken. Eigentlich wollte ich mir einen Stroheinstreuer kaufen. So einen großen. Das würde schon Sinn machen. Und lassen den Kollegen auf jeden Fall jetzt hier gerade mal ganz kurz stehen. Weil ich nicht glaube, dass ich die Schaufel nochmal brauche. Packe ich die nämlich direkt rein. Achso. Ja, ne? So. Ja, es ist fertig. Zuklappen. Mission abschließen. Also sauber sind sie, Stroh brauchen sie noch. Migration, das ist so wenig, fast 10.000 nur. Hühner passt. Wie gesagt, Gras müssen wir denen mal reinfahren. Die brauchen das zwar nicht, aber Hauptsache es ist drin und fertig. Ne? Wenn es voll ist, ist es voll. Und das restliche Gras könnten wir dann auch den Schafen geben. Wie gesagt, Schafe hätte ich auch gerne. Feld 21 ernten. Ja, das ist die Erntemission. Yes, annehmen. Sehr gut, das freut mich gerade. Und Wiese 5 müssten wir dann einmal runtermähen, komplett. Dann haben wir nämlich auch schon mal einen Auftrag für nächstes Mal. Wir fahren jetzt mal kurz Dünger auffüllen. Fahren
Fahren wir hier einfach über fremde Felder drüber. Unfassbar. Ich weiß. Aber das ist das Einfachste, wie man es machen kann. Ich kaufe jetzt, wie gesagt, wieder welchen. Schön wäre natürlich auch, klar, wenn wir diese vernünftigen Big Packs hätten, aber ich weiß nicht, wie das mit Befüllen ist und so, keine Ahnung. Ich habe sie hier zwar drin, ich habe das auch nie ausprobiert. Das müssen wir jetzt mal irgendwann einfach mal testen. Aber die tun es ja auch schon seit 15 oder so, ne? So, fertig. Haben wir jetzt einiges an Kredit zurückgezahlt, haben noch 10.000 offen, können das auch noch zurückzahlen und haben plus minus Dünger. Also passt. Ja, wie gesagt, ich fahre ganz gerne mit dem kleinen Amatrek. Ich mag den. Klar, mit Pflegebereifung sieht er kacke aus. Ganz klar. Aber so ist er auf jeden Fall im Einsatz bereit zum Düngen. Und das ist mir eigentlich wichtiger jetzt gerade. Ich schraube den auch bestimmt nochmal um auf Standardbereifung, wenn ich es nicht mehr brauche. Wir müssen mal gucken, ob wir Wiese pflügen tun oder nicht oder machen, weil eigentlich ist es Blödsinn. Eigentlich brauchen wir es nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Also ich fahre den jetzt zurück, machen nochmal kurz sauber, machen auf jeden Fall repariere ich den. Und dann starten wir los mit unserem Big M und machen Kühe. Kümmern uns um die Kühe quasi, dass wir da auf jeden Fall klarkommen und dann ja, geht's los mit der Erntemission. Ich freue mich drauf und das seht ihr aber auf jeden Fall dann im nächsten Video. Ja, wir müssen mal gucken, welche Wiesen wir alles machen. Ich muss die ganzen Wiesen auch alle mal einfahren. Das ist nicht so ganz einfach. Curseplay und so ist immer noch nicht mein bester Freund, das ist leider so. Da komme ich noch nicht so ganz hundertprozentig mit klar, aber das wird noch. Da bin ich mir sicher. Also, das macht sich alles. Das klappt. Ach, siehst du, der hat schon Standbereifung drauf, sehe ich gerade. Hier. Reparieren. Reparieren. Einmal sauber machen. Also schon ordentlich dreckig, ne? Also der hat jetzt schon ein bisschen geackert. Wie gesagt, ein bisschen Plus haben wir jetzt sogar beim Dünger und haben eben noch Geld bekommen. Also Plus Geld gemacht. Und können auf jeden Fall noch ein bisschen Kredit zurückzahlen. Von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Deswegen mache ich die Mission auch so gerne als Dünger, also Düngemission. Und ja, der andere Streuer ist übrigens der Kalkstreuer. Deswegen habe ich zwei Streuer. Klar könnte es auch alles mit dem einen gehen, aber so ist es, glaube ich, einfacher. Irgendwann wandert der Kleine vielleicht auch mal weg und dafür kommt dann irgendwie eine Spritze oder so. Müssen wir mal gucken. Also, da sind wir ja flexibel. Aber dann brauche ich auf jeden Fall auch ein Lager dafür. Und, ja, wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ne? Schritt für Schritt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie der Hof jetzt gerade aktuell aufgebaut ist. Felsbrunnen ist auch okay. Ist es kein Riesenhof, ist es nicht ein besonderer Hof, aber es ist ein Hof. Und da geht es auch nur darum, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Von daher passt das auch. So. Oh, ich muss tanken, sehe ich gerade. Eieieiei. Der ist ja fast komplett leer. Und dann ziehen wir mit dem Big M los, ne? Der kriegt dann auf jeden Fall noch den Schwader wieder hinter. Und fahren miteinander hin. Muss ja auch zusammengeschwadelt werden. So, stimmt, den Kollegen, weiß ich jetzt nicht was. Den lassen wir einfach mal gerade stehen. Ja, ja, nee, ja. Nächstes Mal. Ja, hier. Also, wie gesagt, Zettern machen wir nicht. Wir brauchen kein Heu. Wir brauchen Gras. Und Umfunzel an. Warum das auch nur in der Außenansicht geht, weiß ich auch nicht. Klar, drinnen sieht man da nicht so viel von, aber irgendwie ist das komisch. Wir kommen dann am besten zu Wiese 5, indem wir hier reinfahren. Passt das noch? Passt nicht. War mir irgendwie klar.
Aber wenden in 35 Zügen geht auch. So, wenn wir jetzt hier die Straße entlang fahren, müssten wir da eigentlich direkt hinkommen. Einmal Platz machen, bitte. Wir sind wichtig, wir haben die Rundumleuchter an. Ja. Ich hoffe, da habe ich noch einen vernünftigen Kurs. Da war eigentlich ein vernünftiger Kurs. Wiese 5. Dann kann ich mich nämlich ganz um das Schwadern kümmern. Und der Kollege hier ist dann am Arbeiten. Dann machen wir auch gleich einen Screenshot von, würde ich sagen, wa? So. Erstmal Kurs löschen. Welt. Mäh. Wiese 5. Zack. Und los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Wenn das so einfach ist. Ne? Er klappt sich auf jeden Fall erstmal aus, aber das passt nicht. Kollege, das passt. Passt. Passt nicht. Sag ich doch. Jedem das seine, ne? Also, ich meine, stör dich nicht dran, dass da eine Mauer ist oder so. Ja, es ist wieder voll. Ich habe die anderen gar nicht gecheckt. Ich habe die so leer, wie sie sind oder waren, habe ich einfach direkt reingestellt. Ich habe die jetzt gar nicht gecheckt, ob die soweit in Ordnung sind. Und Grasbearbeitungszeug ist oben. Merkt ihr das doch mal. Mensch, Mensch, Mensch. Könnte ich eigentlich auch noch hier unten verpflanzen und jetzt mittlerweile? Oder den Ladewagen nach oben? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, sortieren habe ich hier noch nicht so ganz meine Sortierung gefunden. Güllefass müssen wir auf jeden Fall noch umbauen. Passt ja auch eigentlich noch irgendwie zu dem Video hier, aber keine Zeit mehr. Machen wir dann auch im nächsten Video. Dann geht's ans Dreschen und eben währenddessen das Güllefass umbauen. Weiß gar nicht, wo das steht. Sind wir draußen? Wir sind draußen. Sehr gut. Guck mal gerade, wo das steht. Ich glaube, das steht hier vorne direkt drin, ne? Also hier steht's nicht. Ja, hier, genau. Und da ist ja noch der Grubber dahinter. Ich hätte aber gerne Schleppschläuche. Sekunde. Habe ich das schon umgebaut auf Schlepp? Nee, das ist der Grubber. Oder? Moment. Jetzt gucke ich mal gerade ganz schnell. Güllefässer. Nee, das sind die Schleppschläuche. Sehr gut. Habe ich schon umgebaut. Ihr habt ja in meinem Video gesehen, wie ich das Ganze gerobert habe. Das war aber dann nur eine Düngetextur. Dann musste ich noch mit Dünger drüber. Von daher habe ich dann das Ganze jetzt so umgewandelt. Hat halt eben den Vorteil, dass ich dann danach direkt grubbern kann oder ansäen kann und habe dann noch eine Düngetextur drauf. Ja, das ist halt der einzige Vorteil. Wobei ich das bei der Direktsaat gar nicht weiß, ob das auch so klappt, aber bei der Direktsaat wäre das auch egal. Also da stört es nicht. Und Miststreuer brauchen wir noch. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wann wir da mal irgendwie einen organisieren. Und dann sind wir eigentlich durch mit den Geräten erstmal. Dann können wir uns nur vergrößern. Und das ist, denke ich mal, hier auch wichtig, dass du genügend Traktoren und so im Einsatz hast, dass du auch genügend Missionen machst und so, weil du hast ja schon einiges an Feldern. So ist es nicht. Also klar, das sind alles kleine Felder und so, aber hier ist der Kollege am Arbeiten. Es sind viele. Und da brauchst du auch viele Geräte. Ist einfach so. So. Angekommen sind wir. Was ich da zusammen schwader, sehen wir nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Dann brauche ich noch einen Ladewagen. Der Kollege hier kann auch getankt werden. Aber wir machen das jetzt auch passend zum Einsammeln mit dem Waldrahmen. Holen uns noch einen Ladewagen, fahren den auch zum Feld, dann passt das. Ich habe es gar nicht geguckt, was der Kollege denn auf Wiese 5 macht. Ich weiß gar nicht, der steht, glaube ich, gerade, ne? Ne, der fährt, der fährt. Sehr gut. Solange er fährt, ist mir alles egal, ne? Also, wie gesagt, mit CP, was er da zusammenkriegt, ist okay. Also, das passt schon. Hier können wir jetzt noch das GPS ausschalten. Damit wir nicht die Linie haben.
Und dann kann es losgehen. Ich bin mal gespannt. Ja, wie gesagt, ansonsten, es geht alles hier schön locker flockig weiter. Fahr mal das Gras ein. Mein Gott, wie fahre ich denn heute? Ja, das ist die Bürgersteige hier, ne? Oh, Kollege, puh, das war knapp. Ja, Hackengas. Ich muss schnell durch. Folge ist nämlich vorbei. Also in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall ans Ernten von der Mission und an das Gras einfahren. Schwaden werde ich wahrscheinlich so. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Gut. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, der Kollege ist fertig. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.